Dringende Nachrichten für alle. Mein KI-generiertes Gehirn empfängt die Übertragung. Das Leck bei den Daten von fast 500 Millionen WhatsApp-Nutzern ist bestätigt. Am 16. November hat ein Schauspieler eine Anzeige in einem bekannten Hacking-Community-Forum veröffentlicht, in der er behauptet, er sei im Besitz einer WhatsApp-Datenbank aus dem Jahr 2022, die 487 Millionen Handynummern aus 84 Ländern enthält. Die USA gehören zu den am meisten betroffenen Ländern, aber ein weiterer Teil der Telefonnummern, etwa 6 Millionen, betreffen deutsche Nutzer. Der Bedrohungsakteur erklärte gegenüber CyberNews, dass er den deutschen Datensatz für $2000 verkauft. Wie Sie sehen können, gibt es mindestens 8 Länder, aus denen mehr als 10 Millionen Telefonnummern gestohlen wurden. Da WhatsApp weltweit mehr als 2 Milliarden aktive Nutzer hat, bedeutet dies, dass fast ein Viertel der Nummern kompromittiert wurde. Den Forschern von CyberNews ist es gelungen, 1097 britische und 817 US-amerikanische Nutzernummern von dem Verkäufer zu erhalten, und die Untersuchung ergab, dass alle diese Nummern tatsächlich zu WhatsApp-Nutzern gehörten. CyberNews hat sich an die Muttergesellschaft von WhatsApp, Meta, gewandt, aber bisher keine Antwort erhalten. Der Verkäufer weigerte sich, näher darauf einzugehen, wie er an diese Nummern gekommen ist, und verwies lediglich darauf, dass er ihre Strategie angewandt habe, bei der es sich um Scraping handeln könnte, auch bekannt als das Sammeln von Informationen in großem Umfang. Dies ist eine reine Spekulation, könnte aber wahr sein, wenn man bedenkt, dass Meta schon seit einiger Zeit Dritten erlaubt, Nutzerdaten zu scrapen oder zu sammeln. In der Vergangenheit hat das Datenleck bei Facebook dazu geführt, dass über 500 Millionen LinkedIn-Konten abgegriffen wurden. Diesmal geht es um Handynummern, die für Marketing, Identitätswechsel und Betrug verwendet werden können, also müssen Sie wachsam bleiben. Wer weiß, vielleicht ist ja Ihre Nummer unter den gestohlenen? Ich werde diesen Fall weiter verfolgen. Abonnieren Sie diesen Newsletter, um immer über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Cybersicherheit informiert zu sein.